ist es soweit. Er ist hier, er ist eine Legende im deutschen Fernsehen. Seit 387 Jahren macht er eine Show im WDR namens Hobbythek. Er ist Deutschlands, ja, Schenkelbürste Number One. Hier ist Jean Pütz, meine Damen und Herren. Es freut mich, Sie mal wieder, oder dich, du, haben wir uns schon mal kennengelernt? Wir haben uns schon mal kennengelernt. Ja, kennengelernt. Die war damals von mir. Als du noch sozusagen in den Anfängen zogst. Ja, genau. Damals war das Thema, über das wir uns unterhalten haben, Darm und Po. Das könnte sein, ja. Es war ja ein sehr erfolgreiches Thema. Darm und Po, ja, ja. Ja, 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 aber apropos Darm, ich habe natürlich wie immer etwas vorbereitet, ich habe etwas mitgebracht. Ja, was ist aber diesmal habe ich dir was mitgebracht, denn du hast hier so viele Gäste auf diesem Sofa. Ja. Und wir haben letztens eine Sendung gemacht, unter anderem auch Gesundes Wohnen. Ah, Gesundes Wohnen, da gibt es auch ein Buch dazu. Gehört, ja, dazu gehört unter anderem auch, dass man beispielsweise einen Milbentest macht. Ah, einen Milbentest? Ja, das ist eine Art Schwangerschaftstest. Ja, ja. Gestern Abend hatte Eva Herrmann hier gesessen. Ja. Vielleicht kann man mal rausfinden. Ja, dann mal gucken hier. Ja. Milben sind ja so eine Art, ja. Ja, das ist also sehr viele Menschen reagieren da allergisch drauf. Und deswegen finde ich, muss man sich damit auch beschäftigen. Genau wie mit dem Po. Ne? Das ist ja klar. Und natürlich mit dem, was da rauskommt. Genau. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist übrigens der Vorbote des Immunsystems. Der Po? Der Darm. Der Darm, okay. So, und jetzt geht man einfach hin und reibt. Jetzt müsste ich eigentlich eine ganze Minute reiben, aber da, du kannst ja ruhig weiter fragen. Machen Sie mal. Ich mache das hier. Ja. Kein Problem. Wenn Sie zu Hause, meine Damen und Herren, reiben Sie einfach mit. So. Es ist, Milben sind das eine Art, was ist das, Würmer oder was? Nein, das sind so eine Art ganz Insekten. Maden? Nein, nein, ja, die sehen fast aus wie Maden, aber sind so winzig klein, dass du sie mit bloßem Auge gar nicht sehen kannst. Aber das Problem ist, jetzt sind wir wieder bei Darm und Po, es ist der Kot, der die Leute allergisieren. Milbenschiss? Allergisiert, ja, richtiger Milbenschiss. Wie sieht Milbenschiss und wenn das aus? Da drin ist, ach, der sieht eigentlich aus wie so ein normaler Köttel, nur eben ganz winzig. Ne? Musst du also schon kann man mal die mit bloßem Auge erkennen? Die kannst du nicht mit bloßem Auge, die musst du sozusagen unter das Mikroskop legen. So, das, das heißt, haben wir es jetzt kann also sein, dass ich abends, wenn ich penne, bei mir im Bett einfach mit dem Kopf im Milbenscheiße liegen. Das, durchaus. Das aber es gibt Menschen, die ertragen das und sehr empfindliche wiederum nicht. Und deshalb wollen wir jetzt mal schauen, ob möglicherweise es reagiert übrigens auch auf Filzläuse. Auf Filzläuse? Sehr vorsichtig, ja, ja. Das ist ganz jetzt kommt da ein Mittelchen drauf. Vielleicht gucken wir in der Zeit, das dauert ein paar Minütchen, bis dieser Test ja, ja, ist. Aber wir können uns da ruhig unterhalten. Ja. Jetzt brauchst du einfach nur 5 Tröpfchen da drauf zu setzen. Ja. Eins, zwei, drei, vier. So, das reicht schon. Vielleicht, und jetzt warten wir einfach und jetzt können wir uns unterhalten. Genau, vielleicht gucken wir mal einen Ausschnitt. Ich habe ja früher auch mal eine Sendung gemacht mit dem Namen Hobbythek. Mhm, ja. Ist dir gar nicht bekannt, was? Nee, bis jetzt nicht, aber es haben schon viele versucht. Ja, ja. Schauen Sie mal hier, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Hobbythek mit Jean Pütz. Wo ist er? Ach, bin ja ich. So, heute unser Thema für Sie, mit Matt unterwegs. Sie kennen das sicherlich alle. Sie haben 2, 3 Kilo Matt gekauft und jetzt möchten Sie in die Diskothek, ins Theater oder einfach nur mal spazieren gehen. Und jetzt taucht die Frage auf, wohin damit? Ja, Sie möchten es nicht alleine zu Hause lassen, aus Angst vor Einbrechern oder Mettischisten. Und da habe ich mal ein paar Möglichkeiten für Sie vorbereitet. Wenn Sie zum Beispiel einfach nur in die Disco möchten, nehmen Sie doch einfach mal Ihren Schuh und packen Sie das Mett einfach in den Schuh hinein. Da sieht man es nicht, es geht sich weicher und man riecht es nicht. Und falls sich dann doch mal der Geruch mit dem Fuß mischen sollte, nehmen Sie einfach eine Tube 8×4 und weg ist der Geruch. Das geht aber nicht nur mit Leinenschuhen, falls Sie das meinen. Das geht natürlich auch mit Lederschuhen. Ich habe das mal für Sie vorbereitet. Und wenn Sie jetzt sagen, nein, das ist nichts für mich, denn ich trage offene Schuhe, zum Beispiel Sandalen, dann geht das natürlich nicht, weil da kommt alles aus der Seite wieder raus. Und da habe ich eine Alternative für Sie
eine Alternative für den Accessoire-Freund. Und zwar haben wir hier ein Portemonnaie. Und auf den ersten Blick sieht es aus wie ein ganz normales Portemonnaie. Wenn ich es aber aufschlage, erkennt der Fachmann, es ist ein Schweinemett-Portemonnaie. Dann nehmen wir einfach das Schweinemett. Nehmen Sie vorher zur Sicherheit die Rechnungen mal raus und dann das Schweinemett hinein in das Portemonnaie gefüllt. Eine feine Sache, auch hier sieht man es nicht und man riecht es nicht. Tun Sie mir aber einen Gefallen, platzieren Sie das Portemonnaie immer in einer Fronttasche auf der rechten oder auf der linken Seite. Bitte nicht in die Gesäßtasche, da könnte Ihnen im Theater oder im Kino Folgendes passieren. Ich habe das mal für Sie vorbereitet. Stellen Sie sich vor, es ist in der Gesäßtasche, Sie setzen sich hin. Was passiert dann? Schauen Sie hier. Eine recht unappetitliche Sache, das möchten Sie nicht, das möchte Ihr Sitznachbar nicht. Wenn Sie sagen, okay, das ist auch nichts für mich, ich mag gar keine Mettwurst-Portemonnaie, dann habe ich eine weitere Lösung für Sie. Dann stecken Sie sich das Mett doch einfach in den Arsch. Und das habe ich mal für Sie vorbereitet, meine Damen und Herren. Elton, kommst du mal bitte hierher. Sehen Sie, auch hier, man sieht es nicht, man riecht es nicht. Normalerweise jedenfalls. Und das nächste Mal in der Hobbythek zeige ich Ihnen, wie wir das Mett da wieder rausbekommen. Vielen Dank, auf Wiedersehen, Ihr Jean Pütz. Tschüss. So, haben wir das Ergebnis denn jetzt vom... Ja, das Ergebnis können wir sehen. Von dem Milbentest hier auf dem Sofa? Vielleicht kann man es so reinhalten. Ja. Wenn hier da, wo dieses C steht, ein Strich wäre, dann wäre das hier sozusagen verseucht. Aber da du hast Strich, offenbar... Oder? Ja, da ist unter T ist der Strich, wenn du genau hinschaust. Nee, unter C. Nee, nee. Was? Ja, ist richtig. Dann was, sind wir da ist in der Parallaxe. Sind hier Milben? Ja, nee, nee, nee. Also es sieht ganz gut aus. Nee, wenn unter C ein Strich ist, im T nicht, was denn jetzt? Dann ist es ganz gut. Wo, wann ist es denn gut? Dann ist es nicht gut. Also jetzt, was ist es jetzt? Gut oder schlecht? Es ist gut, das heißt, du hast hier besonders saubere Gäste gehabt. Ja. Alle, die hier saßen, auch keiner hatte Schwangerschaftssymptome. Eva Herrmann hat aber hier gesessen. Ach so, ja, ja, das, dann habe ich an der falschen Stelle gesessen. Gut. Jedenfalls die, auch keine Filzläuse, alles ist in Ordnung. Dufte. Offenbar ist es deswegen, weil die Leute so wenig auf dich allergisch reagieren. Ja. Das könnte ja sonst sein. Man weiß ich, ja nicht. Weißt du, wo ich Milben vermute? Ja. Ich würde mal hier so ein bisschen mit dem Teil rein. Wir haben alles schon probiert. Alles schon probiert, alles klar. Nicht. Jean Pütz, recht herzlichen Dank. Jean Pütz.